alle Jahre wieder. Feierliche Immatrikulation neuer Studenten zum Wintersemester. Eine deutliche Tendenz steht fest. Immer mehr Studenten pilgern aus den alten Bundesländern gen Greifswald. Von den ca. 11.750 eingeschriebenen Studenten kommen mittlerweile nur noch 28% aus MV. Rektorin Johanna Weber begrüßte die Erstis und lobte überschwänglich Studienbedingungen und Lehrpersonal. Dass eben diese guten Bedingungen sich verschlechtern, befürchtet der Allgemeine Studierendenausschuss. Vor der Immatrikulationsfeier lud der AStA-Bildungsminister Matthias Brotkorb zum symbolischen Tauziehen auf den Domvorplatz. Der SPD-Politiker sollte mit den Studenten an einem Strang gegen die Sparwut des Finanzministeriums ziehen. Herr Brotkorb, der Bildungsminister, hat mit an unserem Strang gezogen. Das Finanzministerium stand auf der anderen Seite und wurde quasi mit ihm runtergezogen. Also das Finanzministerium ist gefallen. Die symbolische Bedeutung dieses Tauziehens ist, wie ich auch schon in der Rede im Dom gerade erwähnt hatte, das Hochschuldefizit. Also das Bildungsministerium muss uns unterstützen, muss uns finanziell unterstützen und helfen, dass die Lehre hier weiterhin so weiterläuft wie bisher. Dass Stellen nicht gestrichen werden, die Lehre weiterhin unterstützt wird und das Lehrangebot auch so in der Art und Weise weiterhin besteht. In ihren Grußworten wiesen sowohl Brotkorb als auch Rektorin Weber auf die Wohnsitzprämie des Landes hin. Möglichst viele Erstsemestler sollen ihren Hauptwohnsitz in Greifswald anmelden, damit vom Land zusätzliches Geld an die Uni fließt. Nach der Feier im Dom folgte der wohl wichtigste traditionelle Akt. Der Anstich eines Fasses Freibier für die neuen Studenten. Die Rektorin zapfte gemeinsam mit Oberbürgermeister Arthur König frisches Pilz für die durstige Menge. Diese Gelegenheit nutzte Studentin Romy Reinicke, um der Rektorin einen Brief zu überreichen. Sie möchte sich mit ihren Kommilitoninnen gegen die Entlassung einer Dozentin wehren. Wir trafen Romy bei einer Umfrage zufällig am selben Vormittag. Wir kämpfen für mehr Transparenz bei der Personalentscheidung. Und zwar insbesondere für eine Lehrstelle von unserer lieben Dozentin Conny Loder am Englischinstitut. Die wurde jetzt in den Semesterferien einfach gekündigt, mir nix, dir nix. Wir wissen nicht warum, wir kennen nicht die genauen Gründe. Und wir wollen jetzt einfach mal die Fakten auf den Tisch. Warum muss diese wunderbare Person, die mit uns Exkursionen macht, die mit uns ein Theaterstück auf die Beine gestellt hat, warum muss sie gehen? Nach dem Fassbieranstich folgte auf dem Domvorplatz der übliche Begrüßungsmarkt, auf dem sich Kultureinrichtungen, Vereine und Unternehmen zu gediegener Live-Musik vorstellten. Ob die Protestaktion des AStA gefruchtet hat, zeigt sich übrigens am 5. November in Schwerin. An diesem Tag berät der Landtag in erster Anhörung den Landeshaushalt 2014. Für Matthias Brotkorb heißt es dann, Einsatz für Bildung zeigen statt Däumchen drehen.